Herzlich willkommen zu dieser Vorlesungseinheit zu RabbitMQ und zu AMQP. RabbitMQ ist ein Middleware-Produkt, also eine asynchrone Middleware, wie es viele andere auch gibt, also ZeroMQ, Apache ActiveMQ. Und jetzt wäre vielleicht die erste Frage, warum gerade RabbitMQ? Der Thomas wollte gerne, dass wir auf RabbitMQ umsteigen, der Thomas Mildner, und ich habe ja, wie gesagt, vorher ActiveMQ verwendet und habe mich jetzt natürlich abgesichert, bevor ich das getan habe. Und das möchte ich Ihnen kurz gerne zeigen, bevor wir wirklich in die Details gehen. Was Sie hier sehen, ist eine Ausgabe von Google Trends. Sehen Sie hier trends.google.de. Und ich habe jetzt hier mal die Häufigkeit von Suchanfragen verglichen und einfach ein paar Konkurrenzprodukte von RabbitMQ mit untersucht. Das ist ActiveMQ, davon bin ich umgestiegen, RabbitMQ, ZeroMQ oder von Microsoft das MSMQ. Und Sie sehen jetzt hier, wie häufig diese Sachen gegoogelt worden sind im Zeitraum vom 12.05.2019 bis heute. Und Sie sehen hier ganz klar, dass RabbitMQ ist die rote Kurve, wurde am meisten gegoogelt. Also wissen wir jetzt, das öffentliche Interesse an RabbitMQ ist offenbar höher als jetzt an anderen Standards. Zweiter Punkt, den man noch anschauen kann, ist, kann ich, wenn ich mit RabbitMQ ein Problem habe, kriege ich da Hilfe? Wenn Sie sich anschauen, wo kriegen Sie Hilfe, ist das normalerweise hier. Sie kennen das Stack Overflow, also wenn Sie irgendeine Fehlermeldung in Google schmeißen und googeln, landen Sie irgendwann früher oder später doch auf Stack Overflow. Und wenn man jetzt hier mal dieses Tag RabbitMQ guckt, gibt es zu RabbitMQ alleine 10.800 Antworten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, falls Sie irgendwie ein Problem mit RabbitMQ haben, dass Sie wahrscheinlich da eine Lösung finden. Zum Vergleich, wenn Sie nach Apache ActiveMQ suchen, sind Sie so bei 5.000 Antworten ungefähr. Also dieses Zahl der Antworten auf Stack Overflow ist schon so ein bisschen Maß dafür, wie Sie Hilfe kriegen können. Was man vielleicht noch fragen kann, ist so das Thema Investitionssicherheit und wie steht es denn um die Community? RabbitMQ ist ein Open-Source-Projekt. Wenn es ist, dann kann man auf Open Hub nachsehen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Open Hub, da kriegen Sie so einen Überblick über alle Open-Source-Projekte, die es so gibt. Und die Leute haben sich die Mühe gemacht, das zu analysieren. Und jetzt habe ich also hier mal RabbitMQ eingegeben und gesucht. Das heißt, Sie sehen hier also schon mal die Kurzfassung von RabbitMQ. Wir sehen, das sind ungefähr 72.000 Zeilen Code. Ist jetzt nicht so hyper viel. Jetzt, was so ein bisschen, naja, da müsste man sich das mal genau anschauen. Ist so vor 3 Monaten gab es den letzten Commit. Und jetzt schauen wir da mal genauer rein. Ach so, na gut, es ist auch das letzte Mal vor 3 Monaten analysiert worden. Das ist also kein Wunder, dass der da keine aktuellen Zahlen hat. Schauen wir uns das mal genauer an. RabbitMQ. Gesagt, Zahlen sind 3 Monate alt, aber ich denke, das macht nicht so viel. Sie haben, das ist ein großes und lange laufendes Projekt. Es gab schon 18.000 Commits. So zum Vergleich, so ein Software Engineering 2-Projekt, was wir so machen, hat so 100, 200, 300 Commits. Also das hier ist schon sehr viel. Und es sind fast 130 Kontributoren, also Leute, die irgendwas gemacht haben, ist auch sehr viel vergleichsweise. Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass es ein so mal ausgewachsenes Framework ist, was schon einen gewissen Reifungsprozess hinter sich hat. Wir sehen hier, das ist unter der Mozilla Public License. Jetzt müssen wir da nochmal recherchieren, ob das eine virale Lizenz ist. Ich glaube aber nicht. Steht das irgendwo? Sub-License, genau. Commercial Use, Modify ist erlaubt, Distribute ist erlaubt. Also eigentlich ist alles andere erlaubt. Und man muss höchstens die Lizenzbedingungen mitliefern. Aber ich habe jetzt hier keine Viralität drin, wie bei der GNU Public License. Also verwendbar. Wie gesagt, wir installieren es ja auch bloß und modifizieren es nicht. Also insofern ist uns, könnten wir sogar mit dem GPL-Tool leben. Und was man hier vielleicht noch sieht, ist so ein bisschen die Gesamtaktivität der Leute über einen gewissen Zeitraum. Und jetzt hat er hier zum Beispiel für den Januar 2020 hat er 41 Commits von 9 Leuten. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und über den ganzen Jahreszeitraum, also also über 800 Commits. Und auch hier immer so über 10, 20 Commits pro Monat. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für so ein Tool. Also können wir jetzt schlussfolgern, RabbitMQ ist eigentlich ein ganz gutes Tool. Offenbar kann man also nehmen. Was vielleicht noch interessant ist, ich mache in der Demo, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, aber jetzt ist sie halt schon vorbereitet. Wenn man jetzt nochmal die Protokolle vergleicht, wie man jetzt an so einen Message Broker wie RabbitMQ rangehen kann, gibt es verschiedene Alternativen.
Ich habe jetzt hier mal ein Protokoll MQTT genommen. Das ist stammt aus dem Bereich der Internet of Things Lösungen. Also wenn Sie so einen kleinen Sensor hätten, würde der vielleicht mit über MQTT kommunizieren. Grundlegende Begriffe dahinter sind aber dieselben, wie wir die heute lernen. AMQP ist das, was ich Ihnen gleich demonstrieren möchte. Und JMS ist der Java Message Service. Das ist sozusagen die Java-Alternative. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf AMQP. Das ist die blaue Kurve, also nicht so hyper nachgefragt, wobei die Leute natürlich sehr viel RabbitMQ verwenden und das wird meistens mit AMQP verwendet. Also insofern ist es merkwürdig, dass das nicht häufiger gegoogelt wird. Wie gesagt, JMS wollen wir explizit nicht machen, weil ich möchte also eine wirkliche echte Interoperabilität auch von den Konzepten her mit anderen Sprachen wie C Sharp oder so, und da nimmt man, soweit ich das erkennen konnte, meistens dieses AMQP her. Ich habe gesagt, aber das wäre jetzt so ein Indikator, naja, vielleicht sollte man eine RabbitMQ eher mit MQTT machen, wobei das wäre jetzt eher ein Internet of Things-Thema oder mit JMS. Da mache ich vielleicht noch eine Demo, weil meine alten Beispiele waren alle in JMS. So, Fazit: Man kann RabbitMQ verwenden auf jeden Fall. Jetzt könnte man überlegen, naja, wie kriege ich das jetzt auf dieser Maschine zum Laufen? Das wäre also ein relativ großer Installationszirkus, weil RabbitMQ in Erlang geschrieben ist. Erlang ist eine Sprache, damit hat Ericsson, ja, so in den 1980er Jahren schon sehr gepunktet. Die haben es mit Hilfe von Erlang und dem sogenannten Aktor-Konzept geschafft, ihre Telekom-Knoten, die sie gebaut haben. Ericsson war mal so ein Telekommunikationsunternehmen, ziemlich großes. Die haben eine Verfügbarkeit von 99,9 und dann 5,9 dahinter hingekriegt. Also das ist bis heute unerreicht. Also Erlang, coole Sprache, und darin ist also dieses RabbitMQ programmiert. Und das wäre natürlich jetzt ein ziemlich großer Installationszirkus, jetzt auf die Maschinen Erlang drauf zu tun und so weiter. Und also da schreit es wieder nach einem Docker-Container. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das heißt, es gibt auf Docker Hub einen offiziellen RabbitMQ Docker-Container und den können wir verwenden.